Im nachfolgenden Beispiel möchten wir das Zuluftsystem im Programm Solarcomputer dimensionieren. Zuerst einige Vorgaben. Die Vergabe der Luftmengen. Zum Beispiel 450 Kubikmeter pro Stunde. Damit diese Kubikmeter auch in Solarcomputer-Berechnung übernommen werden, müssen wir noch einen entsprechenden Eigenschaftsdatensatzwert setzen. Das kann man über das GBIS machen. Danach möchten wir vielleicht, dass dieser Bogen, dieser Kanal und dieser andere Bogen die Werte hält, weil sie direkt vom Zuluftgerät kommen. Das heißt, bei der Dimensionierung sollen die Querschnitte nicht verändert werden. Das kann man über die Eigenschaften der Objekte definieren, dass wir die Größe sperren. So, nachfolgend wollen wir dann festlegen, welche Objekte oder welches Objekt das Beginnobjekt ist. Das kann man auch über die entsprechende rechte Maustaste als Wurzelobjekt definieren. Momentan ist es so, dass eben das Wurzelobjekt ein Kanal oder ein Rohr sein muss. Das heißt, der Bogen, der hier beginnt, muss abgewählt werden. Auch das wird über das GBIS gemacht, dass man jetzt hier über die rechte Maustaste dann sagt, ich ignoriere dieses Luftbauteil im Export. Es fehlt natürlich dann in der Definition, aber der Wert des Bogens wird ja wohl gleich sein. Dann erfolgt die Übergabe. Das Ganze muss aus einem Projekt, vom Projektnavigator gestaltet werden, auch wenn es nur eine einzelne Zeichnung ist. Natürlich könnte man auch in der Ansicht, im Ansichtsbereich eine DWG definieren, die über mehrere Geschosse geht und dann die über XRefs eben die Zeichnung auslesen. Man kann definieren, ob das Ganze als Druckverlustberechnung übergeben wird oder als Aufmaßberechnung. Wir wollen Druckverlust berechnen. Er schreibt ein Protokoll raus und über OK ist die Datei geschrieben. Wir starten dann im Solarcomputerprogramm die Luftkanalnetzberechnung. Dort importieren wir das entsprechende Netz. Das meiste ist voreingestellt, das heißt, man kann durch ein paar Mausklicks eben direkt in das Netz gelangen. Hier haben wir unser eingelesenes Strangsystem. Man sieht die beiden Teile, die wir festgesetzt haben. Das heißt, hier sollen die Querschnitte bleiben, beim Kanal und beim Bogen. Wir berechnen das Ganze und sehen auch dann entsprechend das momentane Netz, so wie es ausgelegt wurde, aufgrund der Vorgabedaten. Wenn man das hier anguckt, hier haben wir einen Abgang von 200. Und wenn wir jetzt zurückgehen in unser Netz und mal den Kanal anwählen, dann hat er momentan 150, das ist natürlich nicht so gut. Da wäre es besser, wir würden die Breite auf 200 belassen. Er springt auch entsprechend automatisch den Kanal an. Das gleiche haben wir natürlich auch in unserem Strang 2. Auch da haben wir natürlich das Verändern unseres Kanalbreite, dass wir auch hier entsprechend mit 200 rausgehen als Mindestmaß. Jetzt können wir das Ganze, die Berechnung nochmal starten und entsprechend die Datei schließen und somit ist das ganze System berechnet. Beim Rücklesen kann es sein, dass wir hier ein Problem kriegen. Hier haben wir einen Übergangsbogen. Der Übergangsbogen ist momentan von 500, 300 auf 375, 300 definiert. Das heißt, hier ist die breitere Seite. Hier haben wir nur die 375. So, lesen wir die Daten zurück. Er soll die Redimensionierung durchführen. Er braucht dann natürlich noch das Luftsystem.
100% ist die Erfolgsrate. Er schreibt dann entsprechend ein Protokoll heraus. Hier sehen wir die eingegebenen Daten von uns, wo wir gesagt haben, das soll nur 200 breit sein. Auch hier soll es 200 breit sein. Und dort oben haben wir das kleine Problem, was ich geschildert habe. Das liegt an der Natur der Sache von MEP, dass ein Übergangsbogen immer von der Konstruktionsrichtung die breitere Seite haben muss. Das Problem beheben wir einfach, indem wir da kurz ein Kanalsystem rauszeichnen. Also wir ändern es nicht, wir machen es lieber mal kurz neu. Das heißt, wir zeichnen es raus und ändern den Kanal entsprechend ab, damit wir sagen, okay, aus diesem Bogen symmetrisch machen wir einen Bogenübergang und den setzen wir eben, so wie das System es vorgeschlagen hat, auf 350 um. Und dann ziehen wir einfach den Kreuzungspunkt auf den entsprechenden Fangpunkt um. Und das Gleiche haben wir natürlich auf der anderen Seite. Und da spiegeln wir einfach unser Kanalsystem über die Mitte. Na, komm schon. Und schon haben wir unser System entsprechend dimensioniert über das Berechnungsprogramm von Solarcomputer. Wir haben es neu erzeugen lassen vom Querschnitt her. Diese Fortluft haben wir noch nicht berechnet, deswegen nehmen wir das Ganze weg. Es ist auch entsprechend beschriftet.